Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute das Streckenlexikon aus Österreich. Und wichtig natürlich hier gut Schwung mitnehmen aus der letzten Kurve. Und Österreich hat ja nicht so viele Kurven, aber trotzdem ist es gar nicht so einfach. Hier auf jeden Fall nach dem 100-Meter-Schild auf den Curbs links Schwung holen. Innenkurb anvisieren, nicht zu stark mitnehmen. Auf dem gelben Poller kann man im Innenkurb fahren, außen Schwung holen. Und jetzt diese ganze Beschleunigung den Berg hoch. Fahrt hier immer die engste Linie. Und dann haben wir da vorne wieder das 100-Meter-Schild auf der linken Seite. Wenn ihr das passiert habt, voll in die Eisen. Einlenken dann. Notfalls den ersten Gang nehmen. Man kann auch im zweiten rumfahren. Hier früh aufs Gas. Hier, wenn das Auto gerade steht, schon fast schon wieder ja, hochschalten, Vollgas geben. DRS natürlich nicht vergessen. Jetzt die kurze Gerade. Dann auf der linken Seite. Wen wundert's? Kurz nach dem 100-Meter-Schild. Ungefähr so, ja, 80 Meter, 75 Meter. Voll in die Eisen. Dritter, zweiter Gang benutze ich hier gern, dass das Auto nochmal rumgeworfen wird. Dass ihr jetzt schon wieder im vierten Gang voll aufs Gas gehen könnt. Könnt ihr ziemlich viel Zeit rausholen. Dann rechts den Curb mitnehmen. Geht vielleicht noch ein bisschen mehr in die Kurve rein. Nicht groß gegensteuern. Vierter Gang, fünfter Gang eventuell dann wieder, um raus zu beschleunigen. Schnell hoch in den sechsten. Jetzt eine Entscheidungskurve hier. In die Kurve rein, in der Kurve runterschalten, aber im fünften Gang bleiben. Vollgas jetzt schon wieder aus der Kurve raus. Das ist so mein Mittel, wie ich hier gerne fahre. Und das funktioniert auch ganz gut. Man kann auch kurz in den vierten Gang, aber dazu gleich nochmal mehr. Hier 50 Meter Schild einlenken, wenn ihr das passiert habt. Am besten im sechsten Gang oder kurz in den fünften kann man auch schalten wegen der Extra-Rotation. Hier auf jeden Fall fünfter Gang, vierter Gang und dann früh aufs Gas im fünften Gang, wen ich will's bin, der ist nicht vergessen. Und dann ist das eine Runde in Österreich. Ihr habt gesehen, da geht noch ein bisschen was, aber zum Zeigen der Runde reicht das auf jeden Fall. Und jetzt nochmal die Runde im Zusammenhang. Wie gesagt, vorne 100 Meter Schild passiert, linken Körb mitnehmen, anbremsen, Innenkörb ein bisschen mitnehmen, außen aufpassen, früh aufs Gas, DRS nicht vergessen. Dann immer die engste Linie, Berg nach oben natürlich. Linke Seite 100 Meter Schild, kurz danach voll in die Eisen. Hier notfalls erster Gang mitnehmen, im zweiten geht es auch. Früh aufs Gas, aufpassen mit dem Heck, das kommt da ziemlich schnell. Jetzt die kurze Gerade. Die Beschleunigung muss da sein, DRS natürlich nicht vergessen, linke Seite 80 Meter ungefähr in die Kurve rein, zweiter Gang für die Extra-Rotation, schnell im vierten Gang wieder raus, dann ist das Auto sehr stabil, ihr könnt Zeit mitnehmen, rechts Curb mitnehmen, in die Kurve rein, fünfter Gang. Gar nicht groß rumschalten, einfach gesmoothed in die Kurve reinfahren. Hier in der Kurve in den fünften für die Extra-Rotation. Schnell wieder in den sechsten rausbeschleunigen. Jetzt die Schlüsselstellen. Da verliert man oder gewinnt man am meisten Zeit. 50 Meter Schild in die Kurve rein. Sechster Gang, Innenkörper mitnehmen. Außen nicht zu weit nach außen. Vierter Gang, letzte Kurve. Schnell hoch in den fünften. Und das war die Runde in Österreich. Und jetzt gibt es natürlich für euch noch das Setup, mit dem ich gefahren bin. Und das war hier in Österreich. Ich habe es hier nochmal geladen. Ihr seht es jetzt, da mein Bildschirm wieder zu klein ist, ist es ein bisschen schwer vorzulesen. Aber ansonsten danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.